1892 werden im Zuge der Stadterweiterung die Vororte Ober- und Unterdöbling sowie Grinzing, Heiligenstadt, Kahlenbergerdorf, Nussdorf, Siebering und die Kastralgemeinde Josefsdorf nach Wien eingemeindet und bilden bis 1938 den 19. Bezirk Döbling. 1938, nach der Eingliederung des Bundesstaates Österreich in das Nationalsozialistische Deutsche Reich, kurz als Anschluss bezeichnet, wird Wien zur flächengrößten Stadt des Reichs erweitert. Im Zuge der Konstituierung von Groß-Wien wird Neustift am Walde und Salmansdorf vom 18. Bezirk Währing abgetrennt und dem 19. Bezirk Döbling angegliedert. Ein interessantes Detail am Rande. Vom 18. März 1938 gibt es ein Bekennerschreiben der katholischen Bischöfe Österreichs zum Deutschen Reich im Vorfeld der Abstimmung am 10. April 1938, sowie das Begleitschreiben von Kardinal Innitzer an den zuständigen Gauleiter mit folgendem Inhalt. Beigeschlossene Erklärung der Bischöfe übersende ich hiermit. Sie ersehen daraus, dass wir Bischöfe freiwillig und ohne Zwang unsere nationale Pflicht erfüllt haben. Ich weiß, dass dieser Erklärung eine gute Zusammenarbeit folgen wird. Mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung und handschriftlich angefügt, Unheil Hitler. Im Hinblick darauf, dass der 19. Wiener Gemeindebezirk heute aus 10 ehemaligen eigenständigen Vororten zusammengewürfelt ist, ist es notwendig, um nicht die Übersicht zu verlieren, nicht alle Vororte in einem Video zusammenzufassen. Zielführender und verständlicher ist es, die Vororte einzeln oder maximal 2-3 Vororte des Bezirks gemeinsam darzustellen. Die 2 namensgebenden Vororte für den heutigen Gemeindebezirk Döbling sind die ehemaligen Vororte Ober- und Unterdöbling. Ein Ort Döbling wird erstmals 1114 als De Theopilic in den Fontes Rerum Austriacarum urkundlich erwähnt. Sein Name könnte sich vom slawischen Toplica ableiten, das so viel wie sumpfiges Gewässer bzw. sumpfige Stelle bedeutet und auf die Lage am Grottenbach hinweist. Eine andere Deutungsmöglichkeit ist das altslawische Toplica, das so viel wie warmer Bach heißt. Als älteste Grundbesitzer von Döbling werden im 12. Jahrhundert die Herren von Tobolitz genannt. Der Hof dieses adeligen Geschlechts steht auf dem höchsten Punkt des Grottenbachtals im Bereich des heutigen Wertheimsteinpark. Unter einem Tobel versteht man im Mittelhochdeutschen unter anderem eine Senke, eine tiefgefurchte enge Bachrinne. Das Wort leitet sich vom lateinischen Wort tubus, Röhre, ab. Es erscheint nicht abwegig, a, wenn sich das Geschlecht nach dem Tobel nennt und b, der Ort seinen Namen nach dem Geschlecht de Tobolitz, später derer von Töblich, Döbling, erhält. Das wäre die dritte Möglichkeit bezüglich des Ursprungs des Ortsnamen Döbling. Zusammenfassend treten in chronologischer Folge für Döbling folgende Namen auf. 1114 Theopilic, 1115 Tobolicher, 1196 und 1216 Toblich, 1336 erstmals Töbling, später auch Tebling. Vom 12. Jahrhundert bis 1286 besitzt das Adelsgeschlecht derer von Töbling die Herrschaft über Döbling. Anschließend kommt die Grundherrschaft an das Dominikanerinnenkloster Tulln. 1310 wird Döbling als Dorf der Frauen von Tulln bezeichnet. 1481 wird Döbling durch die Truppen des Matthäus Corvinus 1529 im Zuge der ersten Wiener Türkenbelagerung durch die Türken verwüstet. Im Laufe der Zeit dehnt sich die Siedlung auf die gegenüberliegende Grottenbachseite aus. In der Folge bilden sich 2 selbstständige Dörfer, die durch den Grottenbach getrennt sind. 1591 wird die Trennung der beiden Orte erstmals urkundlich erwähnt. Es wird zwischen Oberdöbling und Unterdöbling unterschieden.
Untertöbling heißt zunächst Grottendorf, erst im 15. Jahrhundert kommt der Name Untertöbling auf. Der Überlieferung nach erhält das Dorf Untertöbling 1688 ein eigenes Siegel. Es zeigt den heiligen Jakob mit der Inschrift Siegel der Gemein Untertöbling 1688. Ein Siegel des Dorfes Obertöbling ist aus dem Jahre 1694 überliefert. Es zeigt den heiligen Jakob mit der Inschrift Siegel der Gemein Obertöbling 1694. Die Gegend wird bereits von den Römern als strategisch wertvoll erkannt. Zum Schutz einer Römerstraße wird im heutigen Bereich Döblinger Hauptstraße 26 ein Wachturm errichtet. Im frühen Mittelalter dürfte sich oberhalb des Grottenbachs eine Slawensiedlung befinden. Jedenfalls sind Reste mittelalterlicher Siedlungsspuren in der Hofzeile im Bereich von Obertöbling und am Saarplatz im Bereich von Untertöbling erkennbar. Der Ortskern von Obertöbling entsteht entlang der heutigen Hofzeile auf einem Rücken, der nach Untertöbling zum Grottenbach hin steil abfällt. Rasch zu einer ansehnlichen Ansiedlung entwickelt, gibt es immer wieder durch Kriege Rückschläge. Matthäus Corvinus und die erste Wiener Türkenbelagerung ist schon erwähnt. Es folgen die Wirren in den Jahren des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 und 1683 gibt es wieder Zerstörung durch die Türken im Zusammenhang mit der zweiten Wiener Türkenbelagerung und schlussendlich erfolgen 1700 die Plünderungen durch Kurzen. Ist bis um 1700 der Weinbau von Bedeutung, kommt es am Beginn des 18. Jahrhunderts in Obertöbling zu einer auffälligen Veränderung. Die Weingärten werden durch Zier- und Obstgärten verdrängt. 1721 gibt es bereits drei Häuserzeilen in Obertöbling mit insgesamt 39 Häusern. Die Hofzeile, die Kirchenzeile und die Bachzeile am Grottenbach. Zwei Motivationen führen zum Grunderwerb und zu einer zunehmenden Bautätigkeit des Adels und der Wiener Bürger. Einerseits die günstige Lage des Ortes und der Wein sowie die gute verkehrsmäßige Verbindung von Obertöbling mit der Stadt und zweitens die Nutzung des Gebiets als kaiserliches Jagdgebiet. Den Adel drängt es immer in die Nähe des Kaisers. Ähnlich wie in Hietzing, das von der Nähe zum Schloss Schönbrunn profitiert, wird hier der Grundstein für die Sonderentwicklung des Vorortes gelegt. Die Geschichte rund um Schloss Schönbrunn ist in dem Video Hietzing – Historisches Wien dargestellt. In den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts entwickelt sich Obertöbling zu einer Sommerfrische. Wer es sich leisten kann, baut sich hier ein Zweithaus. Feldmarschall Leopold Joseph Maria Reichsgraf von Thaun lässt sich in der Hofzeile in Obertöbling nieder. Es folgen Graf Vorrübner, Graf Firmian und die Herren von Hennigstein. Es entstehen vornehme Villen, die Töbling zum zweitschönsten Dorf Österreichs machen. In den Jahren 1765 bis 1786 entstehen 90 Häuser in 5 neuen Straßen. Döblinger Hauptstraße, Heiligenstädterstraße, Pürkergasse, Bockornigasse und Billrothstraße. Um 1800 ist Obertöbling eine gut situierte Gemeinde mit einem Kaufmann, 3 Kreisler, 4 Gasthäuser, einem Kaffeehaus, einem Wundarzt mit Hausapotheke sowie die wichtigsten Gewerbetreibenden und Handwerker. Angrenzend an den alten Ortsteil Altdöbling entwickelt sich ein neuer im Bereich Hartgasse, Pürkergasse und Gymnasiumstraße. Dieses Neudöbling ist vom Reichtum der Hausbesitzer geprägt, während Altdöbling eine unregelmäßige Bebauung mit teilweise noch vielen armseligen Hütten aufweist. Nach Auflassung des Tullner Dominikanerinnenklosters unter Joseph II. 1782 wird das Vermögen der Herrschaft Obertöbling in das Vermögen des Religionsfonds überführt. Letzter Inhaber der Grundherrschaft Obertöbling ist schlussendlich Anton Edler von Würth, der die Grundobrigkeit 1824 von der KK Staatsgüteradministration erwirbt. 1858 wird die Straßenbeleuchtung in Obertöbling mit Gaslampen eingeführt.
Die Gasversorgung übernimmt ein englisches Unternehmen, das im Bereich Gymnasiumstraße, Billrothstraße 1856 ein Gaswerk errichtet. Das Video Die Wiener Gasversorgung von 1828 bis 1970 schildert die Geschichte der Gasversorgung Wiens von den Anfängen an. Im Zuge der Planung der Vororteline wird 1894 eine Haltestelle Obertöbling geplant. Die bauliche Fertigstellung erfolgt 1895 und am 11. Mai 1898 geht die Haltestelle in Betrieb. Auf die Geschichte der Vororteline geht das Video Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25 ausführlich ein. Nördlich der Pokornigasse und östlich der Döblinger Hauptstraße liegt der Wertheimsteinpark. Wie vorhergehend besprochen, liegt auf der Höhe der heutigen Döblinger Hauptstraße 96 im Bereich dieser heutigen Grünanlage der ursprüngliche Hof der Herren von Tobelich, die bereits im 12. Jahrhundert erwähnt werden. Eine Zeit lang ist die Herrschaft im Besitz des Frauenklosters Traunkirchen, später geht er in den Besitz des Nonnenklosters der Dominikanerinnen in Tulln über und führt jahrelang den Namen Tullner Hof. Nach Aufhebung des Klosters 1782 unter Joseph II. Wechselt der Hof wiederholt die Besitzer, bis in der Wiener Großindustrielle Rudolf von Arthaber 1833 samt einem bedeutenden Areal erwirbt und 1834, 1835 von Alois Pichl ein vornehmes einstöckiges Landhaus errichten lässt. Das Stiegenhaus entwirft Karl Rösner mit Fresken von Moritz von Schwind und einer Ornamentik von Holle. Arthaber erwirbt auch das Nachbargrundstück und legt einen prachtvollen Garten an. Arthaber lässt in der Villa seine berühmte Gemäldegalerie aufstellen, die zuletzt 112 Gemälde umfasst. Nach Arthabers Tod im Jahre 1867 wird die Gemäldesammlung versteigert und Leopold und Josephine von Wertheimstein erwerben den Besitz von den Arthaberschen Erben. Es etabliert sich hier der Salon Wertheimstein, ein Treffpunkt liberaler Persönlichkeiten Wiens. Franziska, Josephine von Wertheimsteins lebenslang unverheiratete Tochter, hat daran großen Anteil. Der Dichter Ferdinand von Zahn war bevorzugter Hausgast in der Villa Wertheimstein. Der Salon, in dem neben Ferdinand von Zahn unter anderem Eduard von Braunfeld, Theophil Hansen, Hans Markert und andere Künstler verkehren, ist im Originalzustand erhalten. Franziska von Wertheimstein stirbt 1907 und vermacht den Besitz der Gemeinde Wien mit der Auflage, in der Villa eine Volksbibliothek einzurichten und den Park der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Beide Bestimmungen werden erfüllt. Der Park wird am 20. Juni 1908 geöffnet. Die Bibliothek geht am 3. Juli 1912 in Betrieb. In der Wertheimstein-Villa ist seit 1964 auch das Bezirksmuseum Döbling und das Weinbaumuseum untergebracht. Kurzer Schwenk zum Maria-Theresien-Schlüssel in der Hofzeile 18 bis 20. 1441 erwerben die Wiener Bürger Hans und Anna Kieler von Hans Puchheim, ehemaliger Hofmeister Albrechts V., den Döblinger Hof, verkaufen die Immobilie aber bereits 1448 an das Stiftspital am Pyrn, in dessen Besitz er bis 1606 bleibt. 1683 wird der Döblinger Hof durch die Osmanen niedergebrannt, die Weingärten werden zerstört und in Äcker umgewandelt. Die Witwe des Hofkammerexpeditors Severin von Sartori, der den Döblinger Hof 1691 erwirbt, verkauft das Gut an den Oberkriegskommissarius Stefan von Nessa. Unter einem Nachfolger wird nach 1745 ein Schlössel im Rokoko-Stil erbaut, das von einem Park umgeben ist. 1757 kommt der Besitz an Feldmarschall Leopold Graf Daun und auf diesem 1766 stirbt. Es gibt keinerlei dokumentarisch gesicherten Hinweis, dass sich das Gut im Besitz des Kaiserhofs oder Maria Theresias befindet. Zur Legendenbildung hat offensichtlich beigetragen, dass die Tochter der Obersthofmeisterin und Jugendgespielin Maria Theresias, Josepha Gräfin Fuchs, mit Leopold Graf Daun vermählt war. Nach weiteren Besitzwechseln 1766 Therese Fürstin Poniatowski, geborene Kinski, 1795
Franz Gundacker Fürst von und zu Colloredo Mansfeld, kommt das Gut 1807 an die Theresianische Ritterakademie. Ab 1877 ist Heinrich Abeles Eigentümer der Liegenschaft. Die Abeles ändern 1903 ihren Familiennamen in Albrecht. Am 20. Juli 1908 erwirbt das Kuratorium der Nathaniel Freiherr von Rothschildsche Stiftung für Nervenkranke in Wien von den Brüdern Albrecht das Areal und errichten hier die Nervenheilanstalt Maria-Theresien-Schlüssel. Heute beherbergt das Maria-Theresien-Schlüssel die Lauder Business School. Zwischen 1726 und 1739 lässt sich der Wiener Bürger Wolf Josef Hofmendel von Mangaram im heutigen Bereich Döblinger Hauptstraße 83 eine Johannes-Nepomuk-Kapelle errichten. 1785 wird die Kapelle bereits wieder geschlossen. Nach einer sehr wechselvollen Geschichte kommt die Kapelle 1857 und ein Nebengebäude in den Besitz der Schwestern des Ordens vom armen Kind Jesu. Das Nebengebäude wird demoliert und durch ein neues Schulgebäude ersetzt. Dient die Kapelle vorübergehend als Klosterkirche, wird sie zu klein. Eine neue Klosterkirche wird errichtet und die Johannes-Nepomuk-Kapelle wird wieder entweiht und für profane Zwecke verwendet. Eine Zwischendecke wird eingezogen. Der obere Bereich dient als Versammlungsraum, der untere Bereich als Speisesaal. Heute bröckelt die verschmutzte barocke Fassade, der Turmhelm verrostet, der Vorhof ist nicht mehr zugänglich, das Portal verriegelt. Seitlich von der verschlossenen Kirchentür stehen je in einer großen Nische die Figuren des heiligen Florian und des heiligen Leopold. Die heutige Döblinger Pfarrkirche St. Paul im Bereich des Kardinal-Innitzer-Platzes wird in den Jahren von 1826 bis 1829 nach Plänen von Josef Reininger in klassizistischer Form mit Fassadenturm um einen barocken Zentralraum gestaltet. Die erste Nennung einer Kirche in Döblingen stammt aus dem Jahre 1267, als eine Ecclesia in Tobelico, eine Kirche in Döblingen, urkundlich erwähnt wird. Es ist nicht bekannt, von wem der älteste Kirchenbau stammt, auch ist deren Standort unbekannt. Durch die überlieferten Namen der Döblinger Pfarre ab dem 15. Jahrhundert ist allerdings ein durchgehender Bestand der Kirche nachweisbar. Belegt ist, dass an der Stelle der heutigen Kirche schon 1413 eine besteht, weil ihr um diese Zeit ein Herr Hans von Eslan verschiedene Zuwendungen macht. Im 15. Jahrhundert wird die Kirche durch Matthias Corvinus erstmals zerstört und rasch wieder aufgebaut. 1640 wird die bereits bestehende Pfarre Döbling aufgelöst und der Pfarre der Währinger Pfarrkirche zugeschlagen. Im Zuge der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 wird die Kirche neuerlich verwüstet und erst unter Josef II. Grundlegend restauriert. In der Zwischenzeit werden die Gottesdienste teilweise in der weiter oben beschriebenen Johannes-Nepomuk-Kapelle abgehalten. Nach der Pfarrreform Josef II. Und im Zuge der neuerlichen Erhebung Döblings zu einer eigenen Pfarre wird das Gebäude wiederhergestellt. Die bestehende Kirche erweist sich bald als zu klein und wird in den Jahren 1826 bis 1828 neu gestaltet und dem heiligen Paulus geweiht. Auch in dieser Zeit findet die Johannes-Nepomuk-Kapelle wieder ersatzweise als Pfarrkirche Verwendung. Im Westen des Oberdöblinger Gebiets, nördlich der Gottenbachstraße, bildet sich am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Armenviertel, das aus nicht wirklich geklärten Gründen Krim genannt wird. Mögliche Erklärungen sind a. die Erinnerung an den Krimkrieg 1853 bis 1856 oder b. die Ableitung vom Namen des Gastwirts Johann Krimme im Bereich der ehemaligen Neustiftgasse 9, heute Grottenbachstraße 18. In der Nachkriegszeit der 1950er Jahre werden in diesem Bereich im Zuge der Sanierung zahlreiche Gemeindebauten und eine eigene Pfarrkirche errichtet. Wie bereits weiter oben angesprochen, wird ab 1591 urkundlich zwischen Ober- und Unterdöbling unterschieden. Die Entwicklung von Unterdöbling bleibt auch aufgrund der geringen Fläche hinter jener von Oberdöbling zurück. So wie in Oberdöbling leben im Mittelalter auch im Bereich von Unterdöbling Bauern, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf und Wein zum Verkauf produzieren.
Um 1800 besteht Unterdöbling aus einer einzigen Straße. Als danach adelige und wohlhabende Bürger in Oberdöbling Landsitz errichten, beginnt auch in Unterdöbling der Aufstieg zum Sommerfrischeort, der bald eine Verkehrsverbindung nach Wien erhält und die Besucher in einige Vergnügungsstätten bringt. 1805 und 1809 besetzen und verwüsten die Franzosen den Ort. In der Biedermeierzeit, es ist die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1814-1815 und dem Revolutionsjahr 1848, errichten wohlhabende Wiener Bürger auch in Unterdöbling ihre Landhäuser. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts siedeln sich städtische Gewerbe und Fabriken in Unterdöbling an. Zum wichtigsten Industriebetrieb von Unterdöbling entwickelt sich die Insektenpulverfabrik Zacherl in der Nußwaldgasse. Johann Zacherl erlernt im väterlichen Betrieb den Beruf des Zinngießers. Nach dem Abschluss seiner Lehre geht er auf die Walz, die ihn über Wien und Odessa bis nach Tiflis führt. 1842 gründete er in Tiflis eine Firma für den Handel zwischen Wien und Tiflis. Er importiert Tee, Teppiche und Insektenpulver nach Wien und exportiert Metallwaren, medizinische Geräte und Spielzeuge nach Tiflis. 1854 kommt Johann Zacherl nach Wien zurück. Er eröffnet in der inneren Stadt ein Geschäft, erwirbt 1863 das Privileg zur Herstellung eines Insektenpulvers, das er Zacherls insektentötende Tinktur Zacherlin nennt. Die Herstellung erfolgte ab 1870 in der Nußwaldgasse in Unterdöbling. Zum Verkauf seines Zacherlins eröffnet Zacherl zudem Geschäfte in Paris, Konstantinopel, Amsterdam, London, New York und Philadelphia. 1880 übergibt Zacherl die Firma seinem Sohn Johann Evangelist. Der Neubau des Fabriksgebäudes in den Jahren 1888 bis 1892 durch Karl Mayreder nach einem Entwurf von Hugo von Weidenfeld in Form einer Moschee beschert Unterdöbling das ungewöhnlichste Fabrikgebäude Wiens. Die Fertigstellung der Zacherlfabrik erlebt der Firmengründer, der 1888 stirbt, nicht. Sein Sohn lässt ein Stadtgeschäftshaus am Wildbrettmarkt das Zacherlhaus errichten. Es wird von 1903 bis 1905 auf dem Grundstück Brandstätte 6, Wildbrettmarkt 2 bis 4 und Bauernmarkt 5 errichtet. In Anlehnung an das von Zacherl vertriebene Insektizid wird das Haus auch Wanzenburg genannt. Nach dem Ersten Weltkrieg leiden die Erben unter der Konkurrenz von Seiten der aufstrebenden chemischen Industrie. In den 1950er Jahren wird die Zacherlfabrik geschlossen. Gemeinsam mit der Gemeindevertretung von Oberdöbling beginnt 1889 die Einwölbung des Grottenbachs. Damit fällt die optische Trennung von Oberdöbling und Unterdöbling und die dorthin führende Bachbrücke weg. Im Zuge der Planung der Vorortelinie der Wiener Dampfstadtbahn ist auch eine Station Unterdöbling vorgesehen. Das Aufnahmegebäude der Haltestelle Unterdöbling wird als erstes Stationsgebäude der Stadtbahn überhaupt im Juni 1895 fertiggestellt. Der planmäßige Betrieb erfolgt am 11. Mai 1898. Überragt werden die Häuser von Unterdöbling durch die Karmeliterkirche. Die Kirche ist Teil des Karmeliterklosters Döbling. Der Bau mit seinen zwei Fassadentürmen wird von Richard Jordan aus gelben Backstein in romanisierenden Formen errichtet. Die Inneneinrichtung weist insbesondere Elemente aus Jugendstil und Art Deco auf.